Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Indoor, Outdoor, Indoor, Outdoor? Outdoor nehme ich an. Let's Play Knights of Azure. Diesmal Part 7. Wir suchen jetzt einfach mal mit allen hier durchlaufen. Wir suchen jetzt eine... Was suchen wir nochmal? Wir suchen Kräuter, ne? Wir suchen Kräuter in der alten Villa des Grafen. Weil Grafen nun mal sowas tun, ne? Die haben halt irgendwo Kräuter. Also das ist jetzt mein Quick Attack, Dash Attack, wie auch immer, was ich da gelernt habe halt. Ist ja jetzt nichts allzu spektakuläres, aber passt schon. Ich finde die Formation übrigens super. Alle meine komischen Riesenviecher da vor mir und dann ist da hinten unser kleiner Heiler. Sieht schon echt faszinierend aus. Doch ja. Musik finde ich immer noch klasse, aber ich denke, das wisst ihr. Prinzipiell könnte ich ja jetzt überall durchgehen. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob ich jetzt mal gegen die großen Gegner ankäme oder nicht. Aber das können wir ja ausprobieren. Bester Kämpfer bin ich natürlich immer noch nicht. Meine Kampftaktik besteht immer noch daraus, ganz auf den Vierknopf drücken, bis alles tot ist und dann sollte alles wirklich geklärt sein. Aber was soll ich sagen, solange es funktioniert, gibt es ja auch keinen Grund, diese Kampftaktik zu ändern, ne? Das ist so das, in Anführungszeichen, Problem. Ja, sobald ich irgendwann merke, es geht gar nicht, obwohl da könnten ja... Kann ja sein, dass hier Kräuter drin sein sollen. Libra ist auch in Ordnung, Geld halt, ne? Geld sag ich auch nicht nein zu. Ich liebe die Natur! Ja, und ich liebe die so sehr, dass ich sie kaputt haue. Also irgendwas machen wir da falsch, Kollege. Achso. Da spawnt mein kleiner Eis genau mir ins Gesicht rein und schon denke ich, ist das Gegner an wem verprügeln. Jetzt lernen wir daraus, bitte nicht in mein Gesicht spawnen. Kommt halt nicht unbedingt so gut. Achso. Ich wollte schon sagen, was ist das? Warum will ich da drauf... einprügeln. Ja, es war die böse Magierkatze, die meinen Weg versperrt hier. Das geht ja gar nicht. Ja, also ich meine, ist ja schön und gut, dass hier mal ein bisschen der Weg versperrt wird, aber nein, ich möchte auch irgendwie durch. Ich bin echt überempfindlich, wenn meine Viecher vor mir einfach auftauchen. Dass ich einfach entscheiden, ich spawn mal vor bei dem Herrn Gubita. Das ist zwar in der Theorie echt cool, aber bitte wieder runter. Nein. Ich weiß, ich bin böse, ne? Ich verbiete meiner Kleinen, dass sie sich hier ein paar Käfer fangen darf, aber... ziemlich schlechter Augenblick da früher eigentlich. Ich bin ja mal gespannt, ob wir theoretisch jetzt gegen den komischen... Ich erinnere mich doch richtig, ne? Aber ich meine, hier war ein Gegner, gegen den ich damals nicht bestehen konnte, der mir mein erstes Game Over direkt reingedrückt hat. Und ich gehe da mal stark davon aus, dass ich jetzt gewinnen könnte. Oder sagen wir mal so, ich habe einfach diese unglaubliche Hoffnung, dass es funktioniert. Und dann wiederum, der war Level 5 oder so. Wir gucken ja immer noch auf Level 2 rum. Und das ist vielleicht ein bisschen immer noch unterlevelt, aber wir werden sehen. Ja, unter Umständen ist nämlich dieses Kraut, was ich haben möchte, da drin. Dann, bleibt mir nichts anderes übrig, als dagegen zu hauen. Das war ja einfach. Wow, 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 wow. Ganz viel Zeugs. Nicht mal die Hälfte davon richtig gelesen wahrscheinlich, aber ganz viel Zeugs. Also Sophia hat die Heide auch platt gemacht. Oder eine davon. Wie auch immer. Zeit droht. Mehr muss ich ja nicht wissen. Hauptsache alles ist tot. Mag jetzt für den einen oder anderen langweilig sein, aber ich mag natürlich so Spiele mir wenigstens erlauben, da und dahin zu gehen, wo ich schon mal war.
Macht mal die Steine hier schneller kaputt. Danke. Arme Vampir-Fledermaus. Ist die ganze Zeit eingesperrt in so einem Teil und wird wahrscheinlich am Ende des Levels schon wieder verkauft, weil davon habe ich definitiv. Obwohl mir eigentlich Geld egal ist. Viel interessanter wäre ja für mich, wenn ich Dingens bekommen würde. Mehr Blut. Heißt das jetzt, ich habe die getroffen oder sie ist ausgewichen? Ich habe keine Ahnung. Ja, das dürft ihr auch kaputt machen. Go, go, Porktierchen. Da, 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 da. Also, was soll ich sagen? Meine Leute haben es drauf. Für einen Moment habe ich gedacht, das ist ein Pilz. Was kannst du eigentlich machen? Du machst ein Jägernetz. Naja. Großer Kleber-Effekt halt, ne? Und ganz viel Zeugs, was ich glaube ich nicht brauche. Es sei denn, die Quest war, besorge mir Mugworth. Das habe ich jetzt auf jeden Fall. Nehmen Medical Herbs. Und ich bin ja definitiv bisher überall reingegangen. Ja, vielleicht hätte ich einfach wirklich sagen können, in den Garten hier. Naja. Ich wollte ja nur sicher gehen. Ich hasse es zu arbeiten, aber ich hasse es, gelangweilt zu sein. Ja, dann hör auf, gelangweilt zu sein und arbeite. Nehme ich an. Ich sollte aufhören, alle Truhen aufzumachen. Olle! Ich glaube, er ist tot, aber ist jetzt egal. Nein, jetzt ist er tot. Ja, hahaha. Gut, das ist ein wunderschöner Drachenknochen. Kann ich nicht viel Gegner da hinten jetzt sein, das ist ja. Sehr offensichtlich gestaltet. Gut, hätte ich das gewusst. Dann hätte ich nicht so viel Zeit mit dem Gucken verschwendet. Ah, passt schon. Einfach mal drüber laufen. Yo, läuft. Ich hoffe jetzt natürlich, dass Quests nicht die ganze Zeit sich wiederholen. Das wäre dann ein bisschen langweilig. Sonst würde ich nämlich fast sagen, ich mache auch wirklich jede Quest, die sich bietet. Weil man ja nie weiß, ob man am Ende nicht dann tatsächlich doch eine unglaublich gute Belohnung kriegt. Weil das kann ich halt von hier aus nicht sagen, wirklich bisher. Bisher sieht es ja so aus, als wäre jede Quest mehr oder minder einzigartig. Wobei die komischen Heiler vernichten, das ist schon eine Quest, die wir schon mal hatten. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Aber wir werden sehen. Hätte ich jemand sagen soll, dass sie die Gräser fressen wollen, ich weiß auch nicht. Gibt Schlimmeres, wo bemerkt, aber. Let's go, Akidaki. Akidaki. Seht mich an, ich habe Gras geschnitten. Ich bin wie Link und bekomme sogar Geld dafür. Rubine wären was anderes, aber Geld. Ja, Geld geht. Geld geht immer. Jetzt muss ich nur nochmal herausfinden, weil ich. Ich meine, ihr kriegt die Lücken ja mit, wenn ich die LP. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich meine Dämonenform nochmal starte. Aber naja. Ja, da hat es ein schlechtes Gefühl bei. Also ich denke, das ist immer noch viel zu viel. Hä? Irgendwas Tolles jetzt hier drin, wenn man wieder reingeht? Kommt der Boss nochmal? Der Boss kommt nochmal? Ha. Okay, das ist unerwartet, aber ziemlich cool irgendwie. Blaublutdrache. Nochmal machen. Ja, das nochmal so, so, nee, so, 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 so.
Ja, ich hätte nicht so eine lange Pause machen sollen. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung mehr, wie ich meine Dämonenform aktiviere. Das ist irgendwie ziemlich blöde. Ich muss nochmal nachlesen, wie ich meine Dämonenform mache. Ist nämlich irgendwie ziemlich peinlich, dass ich jetzt hier stehe und gerade nur doof ausprobieren kann. Das war doch irgendwie so. So, so, so viele Knöpfe habe ich auch nicht mehr. Hm. Kann ich nochmal nachgucken? Kann ich. Bla bla bla, nein. Desten, nein, 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 nein. Was bringt das? Ah. Wegschicken halt, toll. Blut, Libra, Status, seltene Gegner, bla bla bla, Zeitlimit, Kampf. Da. L2. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade die ganze Zeit schon L2 irgendwie gedrückt habe. Passt schon. Das ist mein X-Knopfangriff. Naja, passt schon. Ich habe alle Schultertasten durchgedrückt, aber passt schon. Ja, gibt nochmal ganz viel Blut. Kann sagen, hier trinkt nochmal ein bisschen Blut. Und dann sind wir eigentlich offiziell fertig mit dem ganzen Ding hier, ne? Zeichen des Geistes, Zeichen des Willen. Ja, ah, interessant, dass die Bosse dann noch da sind. Also, muss ich schon sagen, jetzt habe ich doch. Ich habe 1000 Blut gekriegt, ne? Ja, und dadurch, dass wir einen Boss gemacht haben, tada! Wunderbar. Nette Sachen. Das wiederum heißt doch, ich könnte jetzt meinen Level erhöhen. Oder das Schwertlevel erhöhen, ich bin mir da eigentlich nicht sicher. Ach, da kriege ich eine Cutscene dafür. Bei dem anderen Ding ist so, bin da. Ach so. Deswegen kriege ich eine Cutscene. Und ich bin immer noch so nackt wie vorher. Bitte mach mal einen auf Desten und dann können wir reden. Ja, da sieht man sogar. Daggersform. Dolchform? Equipment Limit up und eine weitere Deckparty. Das klingt verdammt cool. Also ich hätte tatsächlich niemals vermutet, dass mir das Spiel so viel Spaß machen würde mit all den Sachen, die sie mir hier gerade bieten. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es ein Chaos Legion Spiel ist im Prinzip. Skillpunkte gekriegt, Deckform, Dolchform gelernt. Coole Sache. Hat sich ja prinzipiell schon gelohnt, gerade nochmal den gesamten Level zu spielen. Ihr wisst schon, dass Dolche eigentlich relativ klein sind. Die sind ja fast genauso groß wie das Dämonenschwert, nur halt doppelt. Eigentlich ist es mein Blut.
Also ich nehme auch gerne noch mehr Kräfte, nur mal so gesagt. Das Wappen, Wappen sag ich schon, das Waffenwechselkommando ist jetzt vorhanden. Basierend auf dieses, das ist so cool! Entschuldigung, aber es ist so cool! Das weiß ich nicht, dass ich Waffen wechseln kann, fand ich in Xillia 2 auch sehr schön. Und jetzt hier einfach mal, geile Sache. Hoffentlich läuft es aber nicht darauf hinaus, dass ich irgendwie mich überlevel, also was heißt überleveln, dann nicht mal. Aha. Das ist cool. Da macht zum Beispiel auch mehr Sinn, dass ich zum Beispiel zwei Sylphen, Alraun etc. haben kann. Das ist so cool. Also so wie der Satz da steht, hätte ich jetzt gedacht, dass sie gerade irgendwie Geklopfe hatte oder irgendwie irgendwer ihr auf den Sack ging, aber... Ohayo. Ohayo gozaimasu, Arnes-sama. Ano, Arnes-sama? Tokidoki tetsuya shite iru mitai da kedo, daijoubu? Jayou-gari wa yoru shika dekinai kara ne. Hiruma ni tappuri neteru kara, heiki sa. Sore wa yoku nai wa. Ja, rennen die jetzt echt an ihrem Lebensstil rum? なんだよ、二人して。私もカフェでお手伝いしたり、街でランチやショッピングしたりして、聖書以外の時間を楽しんでるのよ。てっきり教皇庁お膝元の監獄ホテルで半分囚われの耳みたいなもんかと思ってた。当ホテルは監獄ではございませんよ。 リュリーティス様も昼間はご自由に外出されておられます。もしかして怒ってる？いいえ、怒ってなどおりません。とにかくアーナス様にもジャヨウガリ以外の時間が必要だわ。昼の世界も体験しなくちゃ。ぜひともそうしてくださいませ。少なくとも当ホテルが監獄などというおぞましい考えは払拭されることでしょう。 Das Spiel ist so Hammer. Ich meine das tatsächlich echt positiv. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht aus dem Tutorial raus. Okay, aber ich kriege hier Sachen, krieg da eine Dolchform, krieg da mehr Skills, krieg das da frei. Okay. Die muss ich auch noch alle. Wow. Das Spiel hat so viel zu machen. Das ist so genial. Ich war schon eigentlich zufrieden, als es hieß, hier hast du eine Arena. Haha. Muss ich die jetzt nicht abgeben? Ist sie automatisch abgegeben? Ist sie abgegeben? Ist abgegeben. Plan 1. Einfach in der Gegend rumstarren.
Achso, das ist, ich kann mir aussuchen, was sie kriegen soll. Ich hätte gerne mehr Charme, aber das... Doch da. Lesen. Denn mit mehr Charme kriegen wir ja schlussendlich die ganz frei, ne? Hier dieses... Mehr... Datum Activity. Mehr Quests machen halt. Equipment Limit. Ich will Equipment Limit hochdrehen. Das können wir auch nehmen. Boah, ist das so genial. So, was haben wir denn hier Schönes? SP regenerieren. Nee. So, ja, nein. Kein Gift mehr kriegen. Das ist doch schön eigentlich. Sowas liebe ich ja. Okay. Ja, wirst du wohl da hochgehen. Danke. Das ist da. Achso, kann ich jetzt natürlich noch nicht, weil ich es nicht gekauft habe, aber ich könnte es haben. Das ist so genial. Was haben wir denn an Quests hier? Face halt besiegen. Imps besiegen. Geister besiegen. Schatten besiegen. Am Tag. Huh. Ach, mein komischer Nusssoldat. Nusssoldat? Na egal. Ah, dieser Ton. Also, kann ich jetzt sagen, ich möchte da am Tag hin? Irgendwie ja nicht, ne? Aber ich habe die blöde Quest jetzt angenommen. Ja, sieht ja aus, als müsste ich da wieder irgendwie... Ich gehe mal davon aus, ich kann da reingehen, wann ich will. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber gehe davon aus. Alle draußen, alle draußen. Alle zum Spielen dabei. Jeder darf mal, keiner muss. Also ähnlich. Ja, und jetzt haben wir hier Doppelschwerter. Ah, ist das genial. Genial. Ich finde das so genial. Ja, nur jetzt bei den Quests ist für mich jetzt tatsächlich die Sache, lohnt sich das, die immer einzeln zu machen? Was ist denn dann wieder Schwert? Schwert ist dann links. Ist ja wichtig zu wissen, ne? Klar, also Dolche, klar, machen schnell viel kleinen Schaden. Schwert ist halt für größeren Schaden, ist ja alles ziemlich einfach zu erklären. Ne? Ist ja jetzt nicht so, als wüsste ich nicht, wie das so ist. So. Mehr Blut trinken. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gesagt, ob sich Quests lohnen, was ihr Wiederauftauchen angeht. Da da jetzt kein Text drin vorkommt, zumindest bei denen hier gerade, dieses geh mal irgendwo bestimmtes hin oder mach mal dieses und jenes, würde ich mir ja fast überlegen zu sagen... Ich mach's so offscreen. Allerdings sind wir dann aber auch wieder bei dem Punkt, es kommt ja so oft vor, dass wir dann einfach mittendrin irgendwie eine Cutscene haben, so wie gerade eben. Also, ist mit offscreen nicht unbedingt so einfach zu sagen, dass ich einfach mal alles offscreen mache. Geht halt nicht. Der hat so ein schlechtes Gefühl, aber da will ich da noch wahrscheinlich gar nicht rein. Den Boss könnte ich jetzt machen. Ist halt die Frage, ob ich da hingehen soll, wo der Boss ist, gerade für die Quest selber, aber sieht ja eigentlich auch nicht so aus.
Ich komme da trotzdem nicht rüber hinweg, dass ich einfach sagen kann, ah, Boss und Boss und nochmal ein Boss und hier nochmal den Boss und ey, habe ich schon erwähnt, wir können den Boss spielen. Also ich glaube trotz allem, das Schwert ist hier besser geeignet als, sag ich mal, die Dolche. Aber man kann ja machen, was man will, ne? So. Jetzt, da ich weiß, wie das geht, kann ich mich einfach hinstellen und ihn vollpumpen mit Feuer. Die Kette unglaublich weit in die Luft sprengen dabei, finde ich cool. Eine Kette von 200 irgendwas mal eben so raushauen, ist schon ziemlich krass. Einfach drin stehen bleiben, Taktik über Bord werfen. Taktik ist was für Leute, die... Also nicht, gerne taktisch spielen. Ha! Ha! Ja. Gut, aber er war... Also dieser Ort war jetzt nicht hier. Also muss er ja rückwärts liegen. Nehme ich an. Nein, komm mal. Darf ich allerdings nicht. Moment mal, wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Okay. Der ich da jetzt so nicht rausgehen konnte, macht mich ein bisschen schutzig. Aber gut, ich werde mich einfach mal informieren, was Quests angeht, ob das Sinn macht oder nicht. Hoffentlich spoilere ich mich dabei nicht, ich denke aber nicht. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich finde das Spiel echt tatsächlich unglaublich, weil es einfach nur Bock macht. Weil ich nicht so lange draußen war, ist meine Zeit... Naja. Lerne ich alles noch. Bis zum nächsten Mal. Eine schöne Nacht noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo Leute. Und herzlich willkommen zum Outro von Knights of Azure. Dieses Spiel wurde mir gespendet von Snowvillier. Ich danke ganz herzlich für diese Chance, das Spiel mal auszutesten. Es erinnert sehr stark an Chaos Legion, deswegen unten in der Beschreibung habt ihr den Link zu diesem Projekt. Wenn das nächste Video schon draußen ist, dann klickt auf Next. Ansonsten kommentiert es, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel, um kein Update mehr zu verpassen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.